Ja, servus Leute und willkommen zu einem Let's Test sozusagen. Wie der David im letzten Video schon angekündigt hat, sind wir jetzt beide auf dem 8.9 Test Server von World of Tanks. Und genau. Ja, der David ist natürlich selbst auch dabei. Ja, genau. Wir werden jetzt ein 3-Ründchen Zug fahren. Unter anderem mit dem Waffenträger auf EN100 und einfach der Abwechslung halber auch noch mit einer IS-7 und mit dem Badget. Einfach mit hier mal ein paar andere Panzer sieht und so, weil auf dem Testserver kann man sich durch ein bisschen viel Geld ein bisschen viele Panzer kaufen und so. Und ja, es ist übertrieben einfach, aber es ist wirklich cool, weil man kann hier wirklich alles testen. Also ihr seht schon, ich habe mir hier schon einige Tierzähler geholt. Die will ich eigentlich auch alle testen, aber ich würde jetzt einfach sagen, wir fangen mit dem Waffenträger E100 an, der einfach genau mal fast wie so eine Arty aussieht, also hammergeil. Ich will genau. jetzt unbedingt mal fahren irgendwie gerade. Ja, ich habe den auch schon öfter getestet oder so auf dem Testserver. Und ich habe ja auch schon in dem Vorstellungsvideo für den Test gesagt, wie ich den finde und so. Eigentlich ein super Panzer. Es wird mich hoffentlich auch gut gleich in dem Video sehen. So, jetzt gleich mal wieder auf eine Scheißkarte kommen. Ja, Sacred Valley, aber ihr seht auch, wie viele Waffenträger jetzt so gibt. Und was auch interessant ist, hier steht jetzt auf dem Testserver immer hinter dem Namen, aus welcher Region man kommt, und ja, es fällt schon auf, dass es extrem viele Russen World of Tanks spielen. Ja, gut, Wargaming ist auch, kommt auch aus Weißrussland, aber naja. Ist ja eigentlich auch egal. Ja. Auf jeden Fall bin ich auch auf das Trommelmagazin gespannt. Genau, also wir spielen jetzt beide mit der 12,8er Gun und nicht mit der 15er. Weil die einfach besser ist, die 12,8er, und die 15er eignet sich ja nicht nur, wenn man Nahkampfspieler ist, aber dafür ist der Waffenträger EN100 nicht sonderlich gut geeignet. Ja, und ich würde sagen, wir fahren jetzt hier rechts mal hin zu dieser Brücke und okay, campen hier ein das bisschen, machen wir. Beziehungsweise, ja, was anderes als campen kann man mit denen eigentlich nicht sonderlich gut machen oder halt unterstützen bei der Rush-Seite. Allerdings campen ist dann schon heavy gegen zwei so Waffenträger E100. Und ja, ich habe schon wieder ein bisschen Frames, Einbrüche, sonst was. Ich weiß immer noch nicht warum. Also World of Tanks lässt sich ganz schwer aufnehmen bei mir. Aber es war ja noch nicht immer so. Also früher ging das doch eigentlich nee, immer ganz früher gut. Ging das eigentlich, ja. Ich weiß auch nicht. Ihr seht schon, jetzt sind immer noch 20 Sekunden Reload-Time. Es sind schon 45 vergangen, also es dauert ewig, das Trommelmagazin. Aber genau, denke, um genau es zu sein, lohnt dauert es exakt eine Minute, bis es nachgeladen ist. Lol, ich bin die Kamera, Achtung, du auch wahrscheinlich. Ich habe keinen sechsten Sinn jetzt drauf auf meiner Sinn drauf gemacht, beziehungsweise ich habe mir die Crew von meinem Jagdpanzer hier in 100 genommen. Ja. Und ich hoffe, wir hoffen einfach. Ah, guck mal. Ja, wo jetzt sind ich sie denn? Nachgeladen. Oh, aua. Da hinten der Foch. Der Foch? Aua. Ich hab da ein Objekt 263, sollte mal drauf schießen, und ich bin gebounced. Alter, okay. Also, scheiß die Wand, dann haben wir ordentlich kassiert. Genau, also wie gesagt, die Panzer für den Teil ist natürlich nichts, also das ist halt das Problem. Und wenn man jetzt hier auch keinen guten Tarnwert hat und man sofort aufgedeckt wird, ist man natürlich auch irgendwie ein bisschen am Arsch. Ah, komm, verfort T62A, kriegst du den? Ich nehme mich nicht. Und man sieht bei mir auch, was anderes bringt auch nichts. Also ich hatte gerade eben ein relativ drolliges Spiel. Da gab es einen Waffenträger gegen mich sozusagen, auch ein Waffenträger. Und der gegnerische Waffenträger war so ein Noob einfach nur. Der hat die ganze Zeit auf meine Wanne geschossen, ist ständig abgeprallt und so. Ich musste mich so totlachen, ehrlich. Vielleicht kriegt sie auch irgendwann mal zu sehen, das Replay. Und da habe ich gerade einen Gegner gesehen und einfach mal ein paar Blindshots hinsetzen. Und ja, ich würde ja auf die IS-3 da schießen, weil ich glaube, übel. Die kriegen wir gleich, die IS-3. Ja, kannst du ja fertig machen, dein Magazin soll dafür ausreichen, ich ja, muss ich eben nachladen. Schuss, ich habe jetzt noch nicht nachgeladen. Bei 5 reicht es nicht. Allerhöchst, wenn du noch 2 Schuss hast, ansonsten ist es alles verschenkt. Für diese Nachladezeit. So, ich kann eine halbe Minute Pause machen hier. Oh mein ja, Gott. Das dauert natürlich extrem. Genau, und außerdem, Leute, was ich jetzt auch noch, also ich weiß nicht, wann das Video jetzt hochkommt und so, aber ich
an. Wir haben bis dahin die 2000 Abonnentenmarke geknackt und so, aber dazu werden wir etwas in einem anderen Mi Video sagen. Eigentlich wollten wir nämlich jetzt das 2000 Abo-Special machen, aber irgendwie hat Minecraft gerade ein bisschen rumgespackt und wir konnten gerade nicht irgendwie auf dieselbe Welt kommen und das war es ein bisschen ärgerlich, sage ich mal. Und ich bin schon wieder dicker, what fuck. Und bei mir Achtung, ist fahr jemand zurück. gebounced, das fand ich jetzt Fahr irgendwie zurück. lustig. Ja, an mir ist jemand gebounced. Ich schätze mal, das war die IS-3. Ah, bounced, fuck. Kriegst du den? Schon wieder gebounced. Ich habe ihn bekommen. Und dann wurde ich selbst gekillt. What? Lol. Und du bist auch tot. What the Alter, hell? hat mich jetzt gerade eine IS-3 ge-one-hitted? Ich hatte doch noch 800 Leben, oder nicht? Ich weiß es. Also ich hatte 800 Leben. Ich habe der Foch gewonnen, aber ich habe den Foch noch mitgenommen. Okay. Okay, Ja. ja, ich Fail. muss sagen, ich weiß nicht, so gecampt, beliebt mir aber nur mit Panzer, die auch Panzerung haben dann. Also, ja, er ist nicht schlecht und so, aber es war auch gerade ein bisschen scheiße. Ja, mit was willst du als nächstes fahren? Bitte, was jetzt? Bist du im Badchat. TS? Budget? Okay, du bist Badchat. nämlich im TS gerade gespackt ein bisschen. Ah, den Budget. Also die Franzosen liebe ich ja wirklich. Früher bin ich sehr oft mit denen Wahrscheinlich verkackst du es gefahren. auch gleich sofort und dann, ja, eigentlich doch nicht so, ne? Nee, ich glaube, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich mag die Franzosen, aber gerade die Hochtierigen, wie zum Beispiel den Budget. Also der ist wirklich episch. Früher bin ich auch sehr oft mit den Franzosen gefahren. Habe ich dann aber irgendwann verkauft, weil ich den Tiger 2 brauchte. Ich habe aber vor, mir den demnächst wieder zu holen. Also den Franzosen, den ich hatte, das war glaube ich da am X12T oder so. Mal schauen. Ja, wo magst du hinfahren? Westfield ist so eine Sache. Ich weiß nicht. Unten unter der Brücke durchrushen, aber erst nach einer Zeit lang würde ich sagen. Also nicht direkt am Anfang Also hin. oben links in die Bäume stellen. Ja, würde ich Können wir ja mal sagen. versuchen, wenn wir hier schon auf der linken Seite stehen, ne? Ja, oben lang fahren würde ich aber auf gar keinen Fall dann. Wenn, dann runter und unter der Brücke durch. So durch die Ja. Mitte. Vielleicht ein bisschen scouten oder so, erstmal gucken, was da kommt. Ah, schön schnell, so Panzer liebe ich einfach. Ja, also ähnlich wie die Lorraine, aber die ist noch schlimmer. Also die ist vor allem größer und dadurch kann man die viel besser treffen. Naja. Oh, man merkt schon, dass auch hier das Nachladen lang dauert, aber deutlich kürzer nochmal als beim Waffenträger E100. Ja, immerhin gerade mal so 35 Sekunden oder so. Das wird jetzt hier, wie ihr seht, auch bei dem, das auch eine große Änderung ist bei dem neuen Update bei 8.9, was jetzt rauskommt. Links wird immer die Nachladzeit angezeigt, was euch jetzt vielleicht schon aufgefallen sein sollte. Und eigentlich finde ich das eigentlich eine ganz schöne Änderung, weil das ging vorher eigentlich immer nur mit Mods. Und weißt du gerade, wie man die Karte größer machen kann, ohne dass man es umstellt, also mit der alten Steuerung? Weil ich nicht. Ich hab's bei mir auf Plus und Minus Ja, gelegt, das also. hatte ich ja auch, aber das ist jetzt wurde jetzt zurückgesetzt, die Steuerung auf dem Ja, da Testserver. musst du in die Einstellungen gucken, weiß ich auch nicht. Gut, dann mache ich das schnell. Also, Leute, bei mir ist die Karte nämlich zum Beispiel sehr, sehr groß, weil ich es einfach wichtig finde, dass man alles gut sieht und so, wer wo ist und so. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das ist, dann kann ich das auch umstellen. Controls war das hier. Ah, hier unten ein Heavy gespottet. Was macht ein Heavy da unten? Lol. Minimap. Zoom in. Okay, zoom out. Bounce. Also minus Oh ist Gott, das. scheiße, ich nehme an, ich wurde gespottet. Wurde ich gespottet? Ja, ich wurde gespottet. Fuck! Lol, da bin ich noch erwischt. What the fuck? What? Wieso geht er auf minus jetzt nicht? Ist hier kein Einschussloch? Okay, ich kann es gerade nicht umstellen, also tut mir leid. Ja, ich weiß, die sollten wir mal runterfahren langsam, weil auf der anderen Seite verkacken unsere Mates. Ja gut, dann sind da wahrscheinlich viele. Ja, ich habe noch 3 Schuss. Fährst du jetzt unten rum, Ich dann fahre mal komme unten ich. rum und drüben wieder hoch. Weil mit der Kannst du ihn bitte 110, angreifen? der T110 E5. Ja, ich flankiere ihn. Ja gut, ich auch, wenn ich nicht gegen den Felsen fahren würde. So. Scheiße. Da Ah, kommt noch ein scheiße, Leopard verschossen. 1, Vorsicht.
Critical Hit, Mama. Ach komm, jetzt habe ich verschossen, nicht ernsthaft, oder? Umfahre ihn. Dein Magazin sollte ausreichen, um den zu killen. Hoffe ich doch mal. Hab ihn getrackt. Ah, Lappen! Ich muss gerade mein Magazin nachladen. Sag mir, wenn du nachladen musst, dann übernehme ich das ein bisschen hier. Lol, ich bin gebounced. What the fuck? So, kill it. Ja, ich muss Ich muss nachladen. nachladen. Ja, gut. Ich muss nicht mehr nachladen. Jetzt gehen wir auf den Leopard. Meine Fresse fährt vor mich, der Lappen. Oh, der ist auch tot. Super. Rechts oben Rechts vor. über uns der Foch, ja, der ist gefährlich. Den Der muss man macht Hammer umfahren. Schaden. Das geht gut. Einfach tracken. Oh, der wird schon beschossen. Das ist auch... Oh, der hat mich. Oh, der hat mir aber ordentlich eine gegeben. That one bounced. Ja, genau, du bounced auch. Der muss nachladen. Oh, der muss doch nicht nachladen. Doch, jetzt schon wieder. Meinst du? Ja, der hat doch gerade eben geschossen, oder? Ah, ich habe ihn gekettet. Gekettet? Okay, Ja. gekettet. What the fuck, das hört sich so scheiße an. 5 Sekunden Hört habe ich auch sich scheiße an. nachgeladen. Ja. What the fuck, lol. Okay, ja, Oh, gut, machen wir Scheiße. mal. Oh, shit. Holy fuck. Haha, ich hab den getrackt. Oh, wie geil ist das denn? Ah, Na, shit. scheiße. 2 Ah, Sekunden der haben ist jetzt auch gefehlt. futsch. Ja, ramm ihn doch, Badget. Mein Oh, Gott. nice. Naja. Aber das finde ich, habe mir gar nicht so schlecht gemacht diesmal. Auch Nö, wenn nö, wir das also dafür, dass wir, verkacken. fehl. Dafür, dass wir die Panzer sowieso sonst kaum spielen. Naja. So, oh, der Waffenträger ist zurück. Machen wir noch eine Runde Waffenträger oder noch eine Runde ES7? Ich wollte nochmal die IS-7, weil ich mag, liege auch ziemlich sehr an den Heavies. Die gefallen mir auch echt Okay. gut. Und wir Ja, haben weil. natürlich, was Mission Complete Vehicles added. Hä? Ach Ja, so, für das das. erste Gefecht am Testserver kriegt man die ganzen neuen Premium-Panzer von den Nationen. T4488, okay, cool. Na gut, IS-7, ich bin bereit. Ja, aber ich würde eigentlich denken, dass die Abonnenten die Waffenträger mehr interessieren und so, aber naja, da kommt vielleicht demnächst mal noch ein separates Video dazu. Alter, wie viele Waffenträger auf E100, ey, das ist ja echt. Oh, ja. Holy crap. Aber die haben auch nicht so gute Durchschlagskraft, als ob die bei einer ES7 frontal durchkommen würden. Nee, das glaube Wenn ich sie nicht nicht. gerade auf Weakspot, wenn nicht gerade auf untere Wanne oder so zielen. Aber auch untere Wand ist auch noch schön abgeschrägt, also. Ja. IS-7 ist schon hammergeil auch. Wenn man solche Hull-Down-Positions findet oder so, wo die untere Wanne verdeckt wird, dann hat man's gut. Es sei denn, man wird flankiert, aber naja. Fahren wir auf den Hill oder campen wir hier und fahren dann irgendwann rechts rum? Ich würde eher sagen Hill, weil ich glaube, campen werden die ganzen Waffenträger. Und das sind eh schon genug. Und ich würde eher auf den Hill fahren jetzt. Na gut, fahr mal hin. Ja, die Nachladezeit ist, finde ich, ganz schön bei der ES7. Ja, ich habe nachgeladen. Ja, ich auch. 11,8 Sekunden ist besser als die E75, soweit ich weiß. Mit der besten Gun, die Oh, hat auch, Leute, glaube ich, 12 da oder hinten 12 ist ein oder so. Waffenträger, der komplett ohne Cover dasteht. Oh, den hätten sie jetzt aber weghauen können. Meine Fresse. Naja. Hä, wieso hast du 11 Sekunden? Ich habe 13,3. Hast du keinen Ansatz darauf gemacht? Doch, eigentlich schon. Wer hat mich da angeschossen? Hast du dein. Lol. Welche kleine Hure hat mich hier angeschossen? Ich wette, Ich das würde war der sagen, das war das AMX Objekt. 50B. Nee, das war der AMX 50B, oder? Es macht nicht mit einem Schuss so viel Damage. Das Objekt war es, das zielt schon die ganze Zeit. Schießt euch die dritte nochmal einen rein, kann das sein? Was ist das für ein kleiner Okay. Hurensohn, Leute, Mann? ihr seht's in Echtzeit. Wir beide. What the fuck? Machen jetzt mal ein paar Teamkills. Alter, was ist das für ein kleiner Hurensohn, Mann? Zu mir schreibt ihr Ernsthaft? jetzt Follow me, help und halt und so. What the fuck? Der hat meine Kanone zerstört. Alter, du kleine Mongole, ey, stirb doch einfach. Alter, killen. Alter, ernsthaft, was ist das für ein kleines Lappenkind, ey? Oh, scheiße, ey. Ja, ich flankiere ihn gleich. Leider ist Alter, die ernsthaft. ES7 scheiß unwendig, Leute. Okay, ich hab verschossen. Ich bin leicht dämlich. Friss! Oh, ich hab verschossen. Ja. What? Mein Munilager, ey, Lappen. Alter, ernsthaft, was ist das für ein kleines Hurenkind? Was ist solche Leute, solchen. Ah, Teamkillern sollten wir Fuck, vielleicht direkt ich bin mal deinstallieren gebounced. hier. No! No! Friss, Kommt der wohl nicht Schneider. frontal durch? Ha! Dann So. ist der gebounced, oh mein So, Gott. Leute, bitte alle Mir da CZ14 Unterstrich
Okay, what the fuck? Oh mein Gott. Ein paar Ach du Kiddies Scheiße. unterwegs heute, Viel wa? Spaß, Matze. Ja, schaut sie euch an. Schaut sie euch an. Oh mein Gott. Was sind das für Kiddies, Alter, ernsthaft? Wer hat die einen reingeschossen? Der FV, sonst Genau. was. Echt? Ja. Sicher? Der hätte dich gewonnen, eigentlich. Der hat mich nur getrackt. Oh, Da du bist war tot, schon ne? wieder. Ja, ich schau dem aber noch eine rein, weißt Meine Fresse, Leute, immer diese Teamkiller, es ist unglaublich. Geht sterben, ernsthaft. Ihr habt selbst gesehen, das Objekt hat mich zuerst angeschossen. Also das ist ja ernsthaft, also echt mal wahr. Ich wette, das war in so eine Russe oder sowas, ey. Ja. Man versteht's einfach nicht. Solche Nein. Leute. Boah. Wollen wir noch ein Waffenträgergefecht machen, da es jetzt hier so schnell und so elendig geendet ist? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, würde sagen, weil sonst wird das wieder so lang. Wir belassen die Leute jetzt mal, die Zuschauer jetzt mal dabei, dass sie so einen Lappen sehen, den sie alle schon reporten. No. Und es wird aber auf jeden Fall noch eine Folge geben vom Tester. Wie seht ihr hier noch? T62A, E100, sonst was macht noch richtig Hammer Spaß. Und deswegen schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Genau, danke fürs Zuschauen. Ciao. Bis dann.